Zweimal Fälle und was ist dahinter? Oh wow, okay, das sieht ja richtig hart aus. Wir kommen rein mit zu 5. Roadtrip, sehr nice. Oh, ich glaube, ich drehe durch. Ich drehe durch, wenn es das ist und es ist das, was es ist. Was? Dann herzlich willkommen zum nächsten Box Break. Heute wieder mal ein Teamset. Sind ja jetzt einige rausgekommen. Wir waren auch schon in einigen drin. Also wenn es nicht gesehen hat, checkt gerne die Videos aus. Hier das teuerste von allen, nämlich La Vecchia Signora Juve Teamset, ist das teuerste. Warum? Weil man kann natürlich was von Ronaldo pullen. Wie in den anderen ist natürlich ein Autogramm drin, Relic oder auch Auto Relic. Ja, und ich würde mal sagen, wir schauen es uns an. Ja, wie gesagt, also eine Icy Foil ist noch drin und eine nummerierte. Also, wir gehen rein in den Laden. Hier das übliche Setup. Da ist ein Pack drin, was dicker ist und was dann entweder ein Filler oder ein Patch sein könnte oder eine Rally Card, wie es so schön heißt. Let's go. Und natürlich auch ein paar Legenden am Start sein und Juve hat ja einige. Also wir haben Bremer und dann haben wir schon eine Legende, da sieht er noch recht jung aus. Gold Trip, Zlatan Ibrahimovic, nimmt man gerne mit. Dann Buende, Rookie und noch eine Legende, City of Magic, Zizou. Und wir haben noch Rookie Kenan Yildiz. Und in diesen Sets hat er auch Zlatan, oder ich weiß nicht, also Zlatan Ibrahimovic hat ja auch jetzt zum ersten Mal den Top-Sets auch unterschrieben. Natürlich auch nicht schlecht ist. Ich weiß gar nicht, ob er hier drin sein kann. Also Samuel Eling Junior. Dann haben wir Jalo. Oh, Jürgen Kohler. Boah, man will aber auch feiern, von dem was zu ziehen, was gut ist. Weston McKennie. Und, oh, das ist eine Zlatan-Box. Richtig geil. Das ist die Icy Foil von Zlatan. Nummeriert wäre natürlich noch schöner, aber geile Karte. So, weiter geht's. Wir haben Alexandro. Dann haben wir Chiesa. Sehr nice. Nochmal Chiesa, City of Magic. Nimmst du mit. Dahinter kommt dann nummeriert oder vielleicht auch schon das Auto. Und wir haben zu 50. Nicht, kein Auto. Andrea Cambiasso. Okay, aber auch schöne Karte. Ja, leider sind die hier oben alle immer so ein bisschen angeditscht. Natürlich die Juve-Legende, also Alessandro Del Piero. Dann haben wir Rugani. Nochmal Barzagli, war ja auch mal bei Wolfsburg. Locatelli und oh, Boniek. Das ist natürlich richtig cool, hat mit Platini gespielt. Wir haben jetzt noch zwei dicke Packs, sehr komisch. Also wir haben nochmal Chiellini. Dusan Vlahovic, wir haben Mustet, Kenan Yildiz, Ken habe ich gar nicht erkannt, Rookie. Dann haben wir Kostic und oh, wir haben eine Relic Card. Wir haben eine Relic Card, ist die nummeriert? Ja, die ist zu 50, geil. Und es ist Philipp Kostic. Das ist doch gut, alte Frankfurter Legende. Ah, okay, ja, das ist ja komisch. Dann machen sie eine Rallye-Card und die ist nicht. Ist es jetzt Match-Worn? Okay, aber es ist. Okay, es ist Match-Worn. Bin Idiot, aber es ist nicht von any specific game. Also hier sogar noch mit Schraffur und so weiter. Ein Spont-Color-Patch, aber schönes Ding. Jetzt das letzte Pack ist auch ein dickeres. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also wir haben nochmal Miretti. Heute schon. Haben wir Danilo. Einmal Milik. Dann haben wir David Trezeguet, absolute Legende. Dann haben wir hier den Filler, okay. Zweimal Filler und was ist dahinter? Oh wow, okay, das sieht ja richtig hart aus. Wir kommen rein mit zu 5. Zu 5 ist ja geil, noch eine nummerierte. Gold Trip, sehr nice. Oh, ich glaube, ich drehe durch. Ich drehe durch, wenn es das ist und es ist das, was es ist. Was für ein Brecher. Endlich mal wieder richtig Luck.
Das ist ein richtiger Brecher. Mega, leider hier schon echt eine ordentliche Kante reingehauen. Aber whatever, das ist ein Brecher. Vor allem das erste Autogramm. Er unterschreibt zum ersten Mal für Tops. Und wir ziehen hier sein Autogramm zur 5 raus aus einer Juve-Box. Ja, das ist ja crazy. Wir haben eine Relic und ein Autogramm in einer Box. Und das nenne ich mal eine amtliche Box. Jetzt bin ich echt ein bisschen sprachlos. Ja, das ärgert mich jetzt natürlich hier ein bisschen, aber das ist so eine geile Karte. Vor allem noch Gold Rip und von Zlatan unterschrieben. Das erste Jahr, in dem er unterschreibt. Mega geil. Oh Mann, Leute, das ist echt richtig geil. So muss es auch mal sein. Ihr seht, auf diesem Kanal kann auch mal eine gute Karte gezogen werden. Okay, Leute, haut drauf auf den Like-Button. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Sagt Zlatan Hallo in den Comments und dann bis zum nächsten Video. Crazy.